Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ja, Freunde, ich habe eine ganz, ganz böse Vermutung. Nämlich, dass ich heute richtig leiden werde. 6-8 Magma Mia. Das muss sich wohl oder übel auf die 8. Welt von Donkey Kong Country Returns beziehen. Und das war ja die Lava-Welt. Und die Lava-Welt aus Returns, die zielte nur auf Schikane. Retro Studios wollte einfach nur den Spieler schikanieren. Level waren sehr wenig atmosphärisch. Waren einfach nur richtig asozial. Und ich hoffe, das wiederholt sich hier nicht. Sis, wenn wir es schaffen, dann muss ich ja auch noch das K-Level offenbaren. Das letzte K-Level. Also, nee. Ich muss jetzt schon kotzen. Ich muss mich übergeben. Kann man mal in eine Kotztüte leihen? Wenn ich schon dieses Wort K-Level höre, ne? Denn Aggression, ey. Vor allem das letzte K-Level, ne? Das willst du mal richtig wissen, schätze ich mal. Naja! Jetzt erstmal 6-8. Da bin ich ja mal gespannt, wie das tatsächlich gedacht ist. Ich meine, Eis und Lava in Galaxy sieht man das zwar mal, aber hier in Donkey Kong, wir können uns überraschen lassen. Zack! Hä? Da ist doch was. Wie soll ich denn da reinkommen? Habe ich was falsch gemacht? Na egal, wir machen jetzt erstmal weiter. Sollte ich failen, probiere ich das normal irgendwie, aber was hätte man da tun sollen? Vielleicht das Schloss attackieren? Man weiß es nicht. Ja, oh, tatsächlich. Diese Dinger wieder. Diese komische Schwebplattform. Oh Gott. Oh, holy moly. Und tatsächlich mal wieder Rambi. Rambi, den haben wir ja schon ewig nicht mehr gesehen. Also Rambi kommt in diesem Spiel noch weniger vor als in Returns. Also das geht ja mal gar nicht. Also fast Rambi frei, das Spiel. Also die tierischen Helfer sollen scheinbar gar nicht mehr auftauchen, wie es mir manchmal scheint bei Retro Studios. Instant Death? Ah nee. Der Donkey Kong hat Rambi verloren. Und Rambi, der hat überlebt. Und Donkey ist in Lava gestürzt. Und wenn man in Lava stürzt, ist er halt Instant Death. Gut, probieren wir das Ganze normal. Ich bin da eh ein bisschen durchgerast. Vieles übersehen, glaube ich. Aber im Grunde genommen möchte ich auch. What the fuck? Wieso war denn das jetzt offen? Ich wollte gerade sagen, im Grunde genommen möchte ich auch das hier nochmal probieren mit dem Fass. Aber jetzt war es auf einmal offen? Wahrscheinlich müsste man nur auf diese Stampfplatte da. Muss nur das ein Tor öffnen, wo es rechts weiterging. Dann müsste auch gleichzeitig dieses Tor sich geöffnet haben. Aha, da soll man erstmal drauf kommen, ey. Aber ich finde das echt nice, dass jetzt hier nur dieser chillige Bonus kommt. Der kommt in der 6. Welt echt oft, weil es ja das Ost-Freeze-Land ist. Ne? Alles eingeheißt. Ja, das bleibt auch noch. Wie eine Fabrikwelt. 6-7, wenn man gestorben ist. Muss man auch nicht immer wieder Fabrik in Gang bringen. Das bleibt alles. Was habe ich hier eigentlich vor, wenn ich das hier einsammle? Oh, sagt es mir. Gar nichts habe ich davon. Ach so, eine einsame Banane. Naja, was soll's. Das muss man kaputt machen. Ansonsten kommt man nicht hier hoch zu Rambi. Und das wäre doch wirklich schade, oder? Wenn nicht zu unseren Rambi kämen. Oh, ist das bedauerlich. Ja, jetzt merkt es erst. So ein Schneeball. Der macht das da alles. Hin, diese Plattform. Ja, ist ja nice gemacht. Bloß, wie machen wir das jetzt? Ist doch was versteckt da oben. Na gut, warten wir mal einfach die Lavafontäne ab und dann probieren wir's. Yo. Mehr geht's dir nicht. Seriously, Squawk sagt doch aber irgendwas. Oder? Hat er nichts? Ach ja, stimmt. Ich hab was vergessen. Der guckt ja immer so bekifft. Ah, ich mag diesen Soundtrack von den Viehkingern. Oh Gott. Oh Gott. Wieder mal selten. Dämlich. Aber was ich bemerken muss, Dixie bringt gar nichts zu Rambi. Sie kann nicht schweben. Mit Didi kann man wenigstens noch dank des Jetpacks schweben, aber mit Dixie geht halt gar nichts. Ich krieg den schweren Rambi nicht hoch. Deswegen ist Dixie wahrscheinlich so die schlechteste Wahl für dieses Level.
Okay, diesmal geschafft. Also nichts wie los. Weiter, 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 weiter. Weiter in den Saftladen. Immer weiter, immer weiter. What the hell? Was wäre denn da drin gewesen? Nichts Wichtiges, schätze ich. Sonst hätte Squawk sich ja schon zu Wort gemeldet. Hat er schön gekräht. Auch wenn es keiner versteht. Vogelsprache kann ich nicht. Italienisch auch nicht. SpongeBob Insider. Ja, egal. Nicht egal. Gehbahn. Ach, heute ist Warmbadetag. Dann darf man sich das mehr erlauben hier. Holy shit, ich hätte gern Didi. Also Didi, definitiv die beste Wahl hier. Ach komm, wieso geht denn das nicht? So, du kannst doch mal Eiswürfel, das ist doch beschissen. Und darf auch nicht so springen, weil dann kommt er gegen diesen Holzfall und dann fliegt er direkt in Lava. Ich denke, das ist hier auch die größte Schwierigkeit. Okay, diesmal geschafft. Alter, mach's doch mal mit Anlauf. Mach's doch mal mit Anlauf, du Spast. Mich würde schon interessieren, was da drin ist, ganz ehrlich. Jetzt rutscht da runter! Boah, ich krieg die Krise! So schwer ist sie auch bis jetzt noch gar nicht, ey. Ja, mir gefällt's nicht, ich kann das nicht, sowas. Wo du unter Druck stehst. Wenn ich sich da nicht unendlich lang umsehen kann und so. I hate this. Und alles ist rutschig, ne? Auch nicht unbedingt so geil. Okay. Der Schneeball macht uns den Weg frei. Und jump. Oh, es macht mich fertig. Es macht so gar keinen Spaß. Dann musst du so da durchspeeden. Ist natürlich blöd. Das da durchspeeden würde mir, glaube ich, sogar gar nicht so schwer fallen. Aber man wird hier abgebremst. Man wird hier abgebremst. Man muss sich auch um dieses blöde Car kümmern. Und ja. Da muss man halt anhalten und dann ist der ganze Speed weg, ne, den man vorher gesammelt hat. Schon richtig dem. Wieso stoppt der denn da immer? Das ist mir jetzt schon mehrmals aufgefallen. Das ist ja komisch. Der stoppt direkt bei der vorletzten Platte. Warum denn? Jetzt ging's. Wow. Bloß nicht zu stürmisch, mein Freund. Mhm. Und go! Schneeball, Schneeball, Schneeball. Okay. Mhm. Und jetzt aber. Jetzt aber. Okay, so weit wie nie. N1. N1. Ich hätte gerne einen Checkpoint. Hallo. Ein Checkpoint hätte ich gerne. Den hätte ich richtig gerne, wisst ihr das? Holy shit. Holy shit. Boah. Holy shit. Nee, das puzzelt da wohl nicht offscreen. Holy shit. Man kann es ja auch übertreiben, ne? Boah, wie schnell muss man denn das sein? Übertreibt es doch nicht so, Retro Studios. Und jetzt hier feste Abschnitte bis zum Abwinken. Und endlich der Checkpoint. So lange muss man bis zum Checkpoint spielen. Alter. Jetzt geht's aber ab hier. Ein würdiges letztes Level. Na egal. 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 Ich hoffe, das ist das dritte offizielle Puzzleteil 1, aber wir haben bereits vergessen. Beziehungsweise das wollte ich nicht holen. Aber das ist wirklich crazy. Das ist wirklich crazy hier. Oh, dieser Abschnitt, der geht bis jetzt sogar. Man muss sich halt ein bisschen beeilen. Hä, Squawks? Probleme? Hast du Probleme, Alter? Ja, da ist, glaube ich, was drin, ne? Aber wie kommt man da hin? Das ist die Frage. Nö. Ah, vielleicht vor oben stampfen. Anrede hätte ich jetzt nicht. Hä? So what? Kann mir das mal erklären? Ihr seid mir eine Klärung schuldig. Es ist ein antikes Rätsel oder so. Noch niemand hat es gelöst. Nicht mal Professor Layton hier. Oder kann ich da sofort... Entscheide ich. Entweder ich kann jetzt von unten links rein oder von oben. Probieren geht über Studieren, deswegen müssen wir jetzt mindestens ein Leben noch opfern. Na gut, wenn es jetzt beim ersten Mal klappt und wir Glück haben, dann müssen wir es nicht tun, aber ich schätze, bei meinem Pech werden wir auf jeden Fall noch ein Leben opfern müssen. Ja, tatsächlich wird es so gemacht. Hätte ja auch so gemacht werden können. Nein, das geht nicht. Okay. Schneeball, mach mir einen Weg hier. What? Ah, da, das Fass. Dieses Fass habe ich sehr wohl erfasst. Ach, wahrscheinlich alle Bananen einsammeln. Ich wollte schon gerade sagen. Das ist doch kein Puzzleteil gewesen. Okay, ich verstehe. Jetzt
wollen sie es richtig wissen hier mit den Puzzleteilen. Ah, werden aber auch schon andere schwierige Puzzleteile. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Muss nur erstmal verstehen, was sie hier verlangen, ne? Also das hier ohne Squawks. Nee, danke, du. Hä, ach so. Ah, jetzt habe ich das verstanden. Jetzt habe ich das verstanden. Ja, egal. Ah, wenn man da nicht so schnell ist, dann gehen die in die Luft. Also nicht im Sinne von explodieren. Dann heben die halt ab. Das ist ja interessant. Ja, ich bin zu schnell da durchgespeedet. Was auch ganz logisch ist, denn in den vorherigen Abteilen des Levels muss man immer nur schnell, schnell, schnell machen. Bin ich jetzt mal ein bisschen schneller und dann werde ich schon wieder bestraft. Immer werde ich bestraft. Egal, was ich mache. Nichts ist den Entwicklern recht. Okay, tschüss. Tschüss, Rambi. Tschüss. Da kriegen wir ihn wieder. Rambi ist wieder auferstanden. Jesus, Rambi Christ. Was? Was? Ach so, ach so. Und go, 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 go. Ah! Gott! Eine Millisekunde zu langsam und dann stirbst du halt. Krass. Ach so, wir haben schon alle Puzzleteile. Ne? Aber noch nicht mal OMG! What the? Ah, jetzt habe ich das wieder vergessen. Ja. Ja, 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 ja. Hä? Hey, was? Was? Wieso denn? ONG fehlt noch was? Ist das denn? Hä? Habe ich die jetzt echt übersehen? Das kann doch gar nicht sein. Wir haben schon fast alle Puzzleteile und alles. Nee, nee, nee. Da muss ich einen Buchstaben verpasst haben. Zumindest das O. Hallo? Hallo, wo ist das O? Wow, wow, wow. Das war ein gewagter Sprung. Einfach so ins Ungewisse. Mit mir kann man es ja machen, ne? Ja, surfen, surfen. Donkey Hasselhoff hier. Alter, alter, alter. Ja, natürlich! Ist das wieder krank, ey. Hey, musst du da, du siehst überhaupt nichts und es rutscht, es rutscht. Mir kommt es auch so vor, als wenn Rambi noch mehr rutscht als Donkey Kong. Das ist ja mal wieder so krank hier. Oh, ich dicke, die räume ich doch direkt aus dem Weg. So. Jetzt wird wieder gesurft, glaube ich. Ah, nee, noch nicht! Wow, jetzt erst. Okay. So, jetzt aber. Alter. Oh Gott. Aha. Da ist das N. Okay. Oh, vergessen, brauchen wir die anderen Buchstaben auch nicht mehr holen. Alter! Ihr seid doch krank! Und wo war das fucking O? Das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Nee. Nee, 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 nee. Nee, echt? Was ist das denn? Da musst du erst warten und dann kommt da auf einmal so ein mega Lavastrom da an. Hä? Was willst du denn da machen? Man muss ja warten. Aber man muss so lange warten, dann zerburnt einen ja schon dieser Lavastrom da. Oder wie soll das vonstatten gehen? Ich verstehe es gerade echt nicht. Ja, ach so, ja, jetzt ist er auf einmal langsam, ne? Das soll nur einer blicken. Wow, jetzt wird er schnell, jetzt wird er schnell, jetzt wird er schnell, jetzt wird er schnell. Go, 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 for it, Donkey Kong! Oh Gott! Alter! Ihr seid doch krank! Ihr seid doch so krank! Das ist so gelitten! Mäh! Und Schnitt! So, da bin ich wieder im Fass. Und jetzt geht's wieder los. Ja, die wilde Hetzjagd. Go for it! Bloß keine Sekunde verlieren hier. Ich spring da jetzt auch nicht fürs G. Einfach nur rennen, 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 rennen. Run for your life, bitches. Run, 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 run. Wenn er springt, der kommt viel zu langsam runter. Mann. Und es geht wieder los hier. Ah, jetzt aber. Lauf, Affe, lauf, Affe, lauf, 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 mein lieber Affe, lauf, 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 mein lieber Affe, lauf, mein lieber Affe, lauf. Lauf, 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 run, run, Forest, run, Forest, run, Donkey, run, 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 run. Oh Gott.
Wir haben es geschafft. We finally did it. Ein Puzzleteil fehlt. Und, naja, das so, wenn man es so sagen darf. Ne, der Rest wissen wir ja. Tja, alles nochmal machen. So, Freunde, ich werde euch jetzt das Ohr reinschneiden. Und dann machen wir gleich nochmal das Ende. Und natürlich suche ich auch noch das Puzzleteil, beziehungsweise ich weiß ja, wo es ist. Hat ziemlich am Anfang, da mussten wir Bananen einsammeln. Gut, Freunde, ich mach's nochmal. Oh, wir können jetzt zum Viehkinger-Boss. Den machen wir noch in diesem Part. Das K-Level machen wir dann erst im nächsten Part, weil das K-Level würde jetzt zu lange dauern. Deswegen machen wir dann lieber den Boss. Gut, ich mache jetzt aber erstmal hier den Rest zu Ende. Bis gleich. Ah, jetzt habe ich schon eingesammelt, Freunde. Wisst ihr, wo das O war? Hier. Ja. So viel dazu. Hier war auch jetzt irgendwo das Puzzleteil in der Nähe. Schauen wir uns hier nochmal um. Genau, hier muss es sein. Da haben wir es. Komm schon. Rambi. Move your ass. Alright. Alright. Gut, Freunde. Ich spiele nochmal so weit, bis ich dann wieder im Fass bin. Bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Wie findet ihr eigentlich die Level-Idee? So, Lava und Eis zusammen sieht man ja auch nicht alle Tage. Nur vielleicht bei Super Mario Galaxy. Ist vielleicht jetzt auch nicht so atmosphärisch, das Level. Aber ich finde die Idee eigentlich ganz nice, die dahinter steckt. Dass man sich so auf Eisplattformen bewegt und die schmelzen natürlich, weil sie auf der Lava sind. Das hat schon Style. Und der Schneeball, der hier weitere Eisplattformen erschafft, ich mag's. Und hier wird ordentlich Druck ausgeübt. Dadurch, dass wir halt ganz schnell sein müssen mit Rambi. Nicht nur, weil wir hier jetzt im Endabschnitt da abhauen mussten. Nein, weil hier die ganze Plattform versinken. Also, ich fand's ganz nice. So, jetzt haben wir auch alles geholt. Und auch die schwierige Level zu 100% abgeschlossen. Für die achte Welt von Donkey Kong Country Returns war das Level allerdings einfach. Da gab's andere Fiese. Vor allen Dingen im letzten Part. Hier, das zweite Bonus-Level dieser Welt, das hat ja richtig gefrustet. Jetzt können wir echt zum letzten K-Level gehen. Wie kommt man da eigentlich hin? Hä? What the fuck? Das interessiert mich jetzt schon. Wie kommt man denn da hin? Wir müssen scheinbar zuerst hier den Boss besiegen. Ja, kein Problem mit. Da habe ich echt kein Problem mit. Machen wir noch das mal gerade. Nee, Freunde, ich will jetzt schon ganz ehrlich herausfinden, wo es zum K-Level geht. Was soll denn das? Gucken wir nochmal ganz am Anfang. Vielleicht von hier? Tatsächlich. Oh mein Gott. Ja, dann machen wir noch vor dem Boss. 6K Stachelspelunke. Ich hoffe, dass das letzte Karneval nicht ganz so schwierig ist. Wovon träumst du eigentlich? Tja, von sozialen Entwicklern vielleicht? Naja, Freunde, dann machen wir im nächsten Part vielleicht doch nicht den Boss. Dann machen wir einfach 6K. Ich möchte den Boss nicht in diesem Part doch nicht mehr machen. Ich denke mal, er hat einen eigenen Part verdient. Und ja, eigentlich ist der Part auch schon lang genug, ne? Gut, Freunde, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Beim letzten K-Level. 6 Chaos mit K. Ja. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Und danke fürs Anschauen. Macht's gut. Haut rein.